Ich hatte eine Frage bezüglich, Sie haben eigentlich selber als Expertin begonnen, Ministerin zu werden. Was würden Sie den jetzigen Expertenministern raten, wie sie ihr Amt führen sollen? Naja, aber ich war ja schon eine politische, also ich war jetzt im Rahmen keiner Expertenregierung bestellt. Aber ich denke, dass die jetzige Expertenregierung einen sehr guten Job macht, weil erstmals wieder die Augenhöhe und das Gespräch und der Dialog im Mittelpunkt steht. Ich habe mit fast allen Ministern guten Kontakt, auch mit der Bundeskanzlerin, und so muss es sein. Man muss immer gut im Dialog und im Austausch stehen und innerhalb des Parlaments, aber auch mit der Regierung. Und das ist jetzt der Fall. Nur so kann man gut für Österreich arbeiten. Also ist auch, wenn angenommen Sie jetzt in die Regierung kommen würden, für Sie Konsens und Kompromissbereitschaft sehr wichtig? Absolut. Im Leben ist Konsens und Kompromiss wichtig, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, aber dafür muss man reden. So wie im Leben. Man muss die Leute an einen Tisch setzen, sagen, was braucht ihr und was braucht ihr und wie kommen wir zusammen im Sinne einer guten Lösung. Das hat Österreich Jahrzehnte gut gemacht, hat es eine gute Sozialpartnerschaft gegeben, gute Lösungen für alle. Das ist in den letzten 18 Monaten unter Türkisblau leider verloren gegangen. Was wollen Sie jetzt die nächsten 2 Monate bis zur Wahl noch forcieren? Welche Ziele hätten Sie auch jetzt noch im Parlament bei den letzten Sitzungen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, die großen Themen hier in den Mittelpunkt zu stellen. Kampf der Klimakrise. Deswegen haben wir gesagt, der erste wichtige Ansatz, machen wir es den Menschen einfacher und günstiger, ein sauberes Verkehrsmittel zu verwenden, wie die Bahn, den Zug, die U-Bahn, die öffentlichen Verkehrsmittel, damit weniger CO2 produziert wird. Quasi der Autoschlüssel der Zukunft soll das Klimaticket sein, um 3 Euro am Tag für ganz Österreich. Es ist wichtig, die Pensionen abzusichern. Deswegen habe ich gesagt, es braucht einen Pensionsgipfel, damit alle an einen Tisch sitzen und sagen, wie können wir die Pensionen hier absichern für die Zukunft und wie kann man die Pensionserhöhung, die ja jährlich erfolgen sollte, hier nicht unter die Räder kommen lassen, dass man hier aufgrund der Wahl und des Wahltermins, das ist wichtig. Und es ist auch wichtig hier für das Thema der Gesundheit, Wartezeiten, ein großes Thema im Bereich des Gesundheitssystems. Da muss es Lösungen geben, Ärztemangel muss es Lösungen geben und im Bereich des leistbaren Wohnens. Und wir werden auch die dritte Sitzung noch nützen, auch hier um das Klimathema vor allem in der dritten Parlamentssitzung hier zu thematisieren. Dann 2 Fragen noch. Eine, wie gehen Sie eigentlich mit dem Wahlkampf um? Inwiefern ist das für Sie eine Belastung? Wie kommen Sie mit den regionalen Gegebenheiten in den jeweiligen Bundesländern zurecht? Ja, aber Sie sagen es, regionale Gegebenheiten. Jede Region ist anders, jedes Bundesland ist anders und hat andere auch politische Bedürfnisse und Probleme. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur im Parlament zu sitzen und Politik zu machen, sondern raus in alle Bundesländer zu fahren und sich dort auch in den Regionen ein eigenes Bild zu machen und mit den Menschen zu reden. Deswegen bin ich wirklich froh, diese Österreich-Tour jetzt schon im zweiten Anlauf zu machen. Und eine Frage noch, die Schredder-Affäre ist ein Thema, wo es vor allem auch darum ging, dass zum Beispiel Peter Pilz gestern gemeint hat, er möchte eine Sondersitzung haben und gleichzeitig die ÖVP würde quasi Staat und Partei miteinander vermischen. Jetzt haben Sie 2017 bei einer Werbeaufnahme oder bei einem Werbespot mitgemacht, der im Bundeskanzleramt aufgenommen wurde. Hat dafür die SPÖ Miete an das Bundeskanzleramt bezahlt oder wie läuft das eigentlich dann ab? Also kann ich Ihnen sagen, ich war 2017 für den Wahlkampf nicht verantwortlich. Ich war nicht Teil des Wahlkampfteams und kann Ihnen nicht sagen, wie die organisatorische und finanzielle Gebarung des Wahlkampfes und der Bundespartei zu dem Zeitpunkt war. Ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt verantwortlich und ich werde jetzt dafür sorgen, dass wir Sozialdemokratie einen sauberen und sparsamen und fairen Wahlkampf machen werden. Also ist Ihnen Trennung zwischen Staat und Partei sehr wichtig? Das ist wichtig. Das ist natürlich wichtig. Und wenn wir hier die Schredder-Affäre haben, dann haben sich hier wirklich sehr viele Fragen aufgetan, die beantwortet werden müssen. Die müssen vom Altkanzler beantwortet werden, die müssen von der ÖVP endlich beantwortet werden. Wer hat das beauftragt, diese Vernichtung? Was war auf diesen Datenträgern drauf? Wie viele waren es? Zuerst war es nur einer, jetzt sind es 5. Wie viele waren es wirklich? Woher stammen diese Datenträger? All diese Antworten gibt es noch nicht. Die Menschen haben die Wahrheit verdient und die ist rasch auf den Tisch zu legen. Frau Dr. Rendi-Wagner, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. So.